Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Freunde, zu einem weiteren The Forest Video auf meinem Kanal. Heute geht es um das Thema, wie baue ich einen Keller in The Forest? Falls ihr wissen wollt, wie ihr einen Keller in The Forest baut und nicht immer eine Etage nach oben, sondern mal eine Etage nach unten geht, bleibt dran und baut das Ganze nach. Schreibt mir eure Meinung auf jeden Fall in die Kommentare. Let's go. Der erste Schritt ist relativ wichtig, und zwar braucht ihr eine Location, wo es gerade ist. Also wo der Boden nicht wie hier runter geht, sondern wie hier relativ gerade ist. Sucht euch eine Stelle, wo ihr genug Platz habt für eure Base, für die erste Schicht, um gerade zu bauen. Und dann baut ihr aus Stein, so wie sonst, mit der Plattform, baut ihr die erste Schicht quasi, diesmal aber nicht aus Holz mit Plattform, sondern ihr baut quasi mit Stein. So, das muss relativ gerade sein. Dann baut ihr die ganze erste Schicht fertig. Bumm. Schritt Nummer 1, fertig. Schritt 2. Steinzaun, Felswand, wie auch immer. Noch einmal drauf. Und auf die Schicht baut ihr jetzt komplett fertig. Das ist quasi euer Fundament. Von oben sieht das Ganze jetzt so aus. Also ihr habt quasi einfach einen viereckigen Kasten. Und wenn ihr halt eine ebenerdige Fläche habt, seht ihr schon, sind die Mauern auch relativ ebenerdig und ihr könnt damit quasi relativ easy weiterbauen. Dann ist der nächste Step, den eigenen Boden zu nehmen und den quasi draufzusetzen und fertig zu bauen. So sieht jetzt quasi euer Fundament für die neue Base aus. Und jetzt könnt ihr quasi direkt euch eine Ecke aussuchen, einen Platz aussuchen, in welche Richtung soll eure Treppe gehen. Ihr sagt, okay, hier soll meine Treppe sein, ihr setzt euch hier gerade die Treppe an, baut die Treppe fertig und habt auch quasi schon den Eingang und den Aufgang. Der nächste Step sind die Wände, die baut ihr wie sonst auch. Ihr baut euch hier die Tür hin, wo ihr euch entschieden habt für die Tür. Ihr könnt ein paar Fenster setzen, wo ihr Fenster setzen wollt, baut diese ganzen Schichten auch erstmal fertig und setzt wie sonst, wenn ihr es findet wie ich, dass es besser aussieht und eine gewisse Raumhöhe gibt, oben quasi wie sonst die Raumhöhe durch Stein drauf und baut die Schicht auch fertig. Und dann kann auch schon die Decke drauf und ihr habt quasi den ersten Step von eurem, ja, vom Haus fertig. So sieht das Ganze jetzt von draußen aus. Schönes viereckiges Haus mit ein bisschen höherem Sockel, kann man sagen. So sollte euer fertiges Ding aussehen, gerade und relativ präzise. Nächster Schritt, Lochsäge, Lochwerkzeug. Nehmt euch eine Ecke, wo ihr Platz habt. Guckt, dass ihr wirklich komplett in der Breite alle vier ausschneidet. Und sucht euch eine Ecke aus, wo ihr findet, dass ihr den Platz habt. Und setzt dann quasi Richtung oben zur Wand eure Treppe. Jetzt müsst ihr gucken, ihr kommt natürlich wahrscheinlich nicht wieder raus, aber ich gebe euch den Tipp, bevor ihr die Treppe baut, jetzt kommt nämlich der Trick des Bodens im Keller, auf den eigenen Boden zu gehen. Ihr seht schon, wenn ihr hier seid, wird es rot und ihr könnt nicht bauen. Und ihr müsst jetzt quasi den Boden komplett frei, immer dann, wenn es gerade so geht und ihr in den Ecken seid, selber setzen. Und einfach aneinander setzen. Ihr könnt natürlich auch einfach hier unten Wiese lassen. Geht natürlich auch. Ich finde aber persönlich, dass es mit Wiese halt nicht so mega realistisch aussieht. Und wirklich wie so ein extra Raum, den man gebaut hat. Und hier müsst ihr jetzt halt ein bisschen fummeln und gucken, dass ihr in etwa alles zukriegt. Für die Stellen, wo quasi wie hier noch Lücke ist, müsst ihr halt einfach ein bisschen überlappend bauen, auch kein Problem.
Ihr könnt gleich zwar nur noch in der Hocke in den Keller gehen, anstatt wie sonst im Stehen. Das liegt halt einfach daran, dass ihr ja halt zwei Schichten habt und durch die Schichten ein bisschen Raumhöhe verloren geht. Und wenn ihr jetzt könnt und Glück habt, könnt ihr sogar schaffen, dass hier alles voll mit Holz ist. Und jetzt müsst ihr halt einfach, wenn ihr Multiplayer beispielsweise spielt, einer von oben halt alles fertig bauen. Ich kann es jetzt natürlich hier in Creative plus Mod API. Ihr seht, ich kann hier sogar stehen. Wenn es wirklich perfekt gerade ist, könnt ihr sogar normal hoch und runter laufen und hier unten stehen. Wenn nicht, könnt ihr aber hier unten locker noch easy in der Hocke gehen und habt dann den Kellerboden, den Kellerraum quasi fertig. Nächster Step, setzt euch ein Geländer, Eimer selbst ziehen hier am Rand, quasi als Fallschutz, auch nochmal sehr geil. Man sieht quasi, dass es nach unten geht. Und setzt euch quasi auch hier unten selbst, bis es hier oben gerade so dran kommt. Auch nochmal ein Geländer für die Treppe. Macht nochmal alles ein bisschen realistischer und angenehmer. Und zack, kommt ihr hier nach oben und habt euren Eingang zum Keller. Jetzt ist eigentlich euch frei überlassen, was ihr in den Keller packt. Ihr könnt sagen, okay, ich möchte in meiner Base unten im Keller beispielsweise hier Holz einlagern. Könnt ihr machen, könnt ihr setzen. Könnt ihr sogar groß machen, passt hier hin. Ihr seht hier, es kommt nicht oben raus. Könnt ihr machen, ihr könnt hier unten sagen, okay, ich möchte irgendwie, was weiß ich, zweimal Holz einlagern, einmal mindestens Steine. Dann setzt ihr euch hier die Dinger hin, könnt euch vollkommen frei hier unten eigentlich entfalten, egal was ihr wollt. Ihr könnt es hier unten in den Keller jetzt bauen. Ihr könnt ohne Ende Schränke gerade an die Wände bauen, dass ihr halt noch andere Dinge einlagern könnt, Medikamente, Flaschen, alkoholmäßig halt, sodamäßig, Schokoriegel. Da seid ihr jetzt einfach ein bisschen, ja, lasst eurer Kreativität und dem, was ihr braucht, eigentlich freien Lauf. Guckt einfach, was ihr euch hier hinsetzen wollt. Ich finde halt ein paar Schränke, Felle, alles das, was normalerweise so oben in der Base ist oder keinen Platz mehr in der Base findet, kann man eigentlich ganz geil jetzt hier unten im Keller platzieren. Und ich finde, es sieht auch richtig, richtig gut aus. Und man hat halt oben einfach noch den gesamten Platz für andere Dinge. Und ihr seht, wie viel hier unten auf jeden Fall reinpasst. Also ihr könnt hier echt frei entscheiden. Und je nachdem, wie groß eure Base ist, so groß ist ja auch unten euer Keller. Und wenn ihr jetzt eine 3, 4 mal so große Base wie die hier baut und dann den Keller, habt ihr natürlich auch diesen gesamten Platz quasi unten in eurem Keller. Aber jetzt, wie gesagt, hier könnt ihr reinpacken, draufpacken, was ihr wollt. Das ist euch alles frei überlassen. Guckt einfach, dass ihr auf jeden Fall, wie ich am Anfang gesagt habe, baut, damit ihr mindestens diese zwei Höhe einhaltet. Das ist eigentlich das Wichtigste. Was hier unten dann ihr reinbaut und wie ihr es genau baut, ist wirklich dann frei. Ich würde persönlich noch mindestens zwei Lampen, eine irgendwie hier hinten in die Ecke und eine auf der anderen Seite hier vielleicht, so dass ihr halt einfach, wenn ihr hier unten seid, auch Licht habt und fertig ist. Dann könnt ihr die obere Etage einrichten und habt quasi euren Keller fertig. Ich finde die Idee super, super geil, muss ich wirklich sagen. Ich werde es auch selber jetzt mal bei anderen Bauprojekten nutzen, weil ich habe noch nie bei jemandem einen Keller gesehen, wirklich noch nie. Und ich finde auch mit dem eigenen Boden und so wirkt es halt wirklich wie ein eigener Raum, der wirklich zur Base gehört. Und man hat das Problem gelöst, dass es keinen Keller gibt, dadurch, dass man halt quasi nicht in den Boden graben kann. Wenn euch dieses Video gefallen hat, Freunde, lasst mir doch ein Däumchen nach oben da. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr vom Keller haltet, ob ihr vielleicht sogar den Keller direkt nachgebaut habt. Und ob ihr Bock auf mehr solcher Ideen habt. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Würde sagen, falls ihr nichts mehr zu The Forest oder Sons of the Forest verpassen wollt, abonniert auf jeden Fall diesen Kanal hier. Ich würde mich freuen und würde sagen, bis zum nächsten Video, meine Lieben. Macht es gut. Haut rein. Peace.